So, meine Lieben und Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video die Ergebnisse aus der zweiten österreichischen Fußball-Bundesliga, die achte Runde. Der FC Wacker Innsbruck gewinnt zu Hause gegen den SV Horn mit 3 zu 2. Die Austria-Amateure verlieren zu Hause gegen Liefering mit 0 zu 2. Die Vorwärts Steyr trennen sich vom FAC Wien zu Hause mit 3 zu 2. Der SV Lafnitz schlägt im Steirer Derby den Kapfenberger Sportverein mit 2 zu 0. Die Juniors Oberösterreich besiegen den GRK mit 2 zu 0. Blau-Weiß Linz gewinnt zu Hause gegen die Rapid Amateure mit 3 zu 1. Austria Klagenfurt gewinnt zu Hause gegen den SK Umstetten mit 3 zu 0. Und Lustenau verliert zu Hause gegen Dornbirn mit 0 zu 1. Dann kommen wir zur Tabelle. Nach 8 gespielten Spielen liegt auf Platz 1 der FC Liefering mit 20 Punkten. Auf Platz 2 der SV Lafnitz mit 16 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 3 die Austria Klagenfurt mit 15 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 4 Blau-Weiß Linz ebenfalls mit 15 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 5 der GRK mit 13 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 6 Dornbirn mit 12 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 7 Innsbruck ebenfalls mit 12 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 8 der FAC Wien mit 11 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 9 die Juniors Oberösterreich ebenfalls mit 11 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 10 Austria Lustenau mit 9 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 11 der KSV mit 8 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 12 Vorwärts Steyr ebenfalls mit 8 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 13 der SO Horn mit 7 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 14 SK Umstetten mit 5 Punkten aus 8 Spielen. Auf Platz 15 sind dann die Rapid Amateure ebenfalls mit 5 Punkten aus 8 Spielen. Und auf Platz 16 damit Tabellenletzter die Young Violets Austria Wien Amateure mit 3 Punkten aus 8 Spielen. Das soll es damit gewesen sein. Und morgen kommt wieder ein Video, da kommen dann die Ergebnisse aus der neunten Runde. Also seid gespannt, haut rein und ciao.